Dampframme. Moppy, Moppy. Wenn Peti lieblich flötet, darfst du doch nicht pauken wie eine Dampframme. Willkommen auf dem Channel von Langkabel. Oh nee, ich will nicht drin sein. Wie das schon losgeht, Alter. Es tut mir wirklich leid, dass ich das sage, aber das ist eine dumme Aussage, die ich schon mehrmals gehört habe. Das freut mich, wenn ich so ein Leben hätte, würde ich auch glücklich sein, was? So, nur weil meine Eltern einen komplett anderen Kontostand haben als andere Eltern. Küsse dein Herz zurück, Kuss, 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 kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Nur weil ich über 500 Euro monatlich ausgeben kann für Klamotten, heißt... Ich habe eine Frage, Laura. Und das ist vielleicht jetzt ein kleiner No-Front an dieser Stelle. Aber ich möchte da betonen, solltest du 500 Euro im Monat ausgeben und deine Eltern sollten um einen guten Kontostand verfügen, dann vielleicht da mal ein bisschen an die Zähne ran. Weil das ist ja der komplette Vampir-Style. Da also, wieso flext man mit Geld und hat dann einfach Dreieckszähne? Also dann einfach nicht mit Geld flexen. Heißt es nicht, dass ich was Besseres bin, dass ich gut dastehe? Ich bin für alles dankbar. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich bodenständig erzogen worden bin. Dass meine Eltern mir auch beigebracht haben, dass das nicht normal ist. Und wisst ihr was? Geld sagt nicht immer alles über eine Person aus. So, klar macht Geld irgendwo einen Menschen ist das unangenehm. Glücklich, aber ich weiß auch, dass es alles anders sein könnte. So, und wenn du eine Person verlierst, bringt dir Geld auch nichts. Geld bringt dir die Person nicht wieder, also sag nicht sowas, das ist... Danke, Laura, vielen, vielen Dank. Leute, ich gucke hier gerade, Angelcamp gucke ich hier gerade. Weiß jemand, wie ich den Livestream hier vorspulen kann? Wie geht das? Kann mir das jemand zeigen? Das ist doch mal eine gute Idee. Ratten, datten, 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 Baschkalabagma. Rui Stulle, ich küsse dein Herz. Hallo. Immer wenn ich lach und immer wenn ich wein, gebe ich einen Fuck, Baby, komm, lass mich allein. Wir waren mal ein Paar, das ist es besser, du gehst deinen Weg und ich geh mein. Geh mal tanzen, sofort. Du gehst aus dem Kampf als Sieger, lass dir von niemandem was sagen, denn du bist ein Krieger, auch mal Verlierer, niemals gibst du auf, alles für den Traum, denn du bist ein Sieger. Sehr geil, Sandro, danke dir. Alles, was ich will, bist du. Diddle-dum, diddle-dai, ist dann noch ein Platz so frei. So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Tirin. Papa, stell dein Bier hin, weil Mama tanzen will. Papa, stell das.
das Bier hin. Sie hält nicht mehr still, sie hat Feuer in den Augen und ihr Herz schlägt schon im Takt. Jetzt musst du wohl... Danke, Jens. Die Lehrerin fragt in die Klasse, was sind eure Väter alles so von Beruf? Alle reden durcheinander, Polizist, Metzger, Feuerwehrmann. Nur der kleine Jochen starrt auf den Boden und sagt kein Wort. Sagt die Lehrerin, Jochen, was ist denn dein Vater von Beruf? Mein Vater tanzt in einem schwulen Club an der Stange. Und wenn die Leute ihn gut bezahlen, geht er noch mit ins Hotel. Da sagt die Lehrerin, das gibt's ja gar nicht. Schickt alle Kinder raus und bleibt mit Jochen alleine und sagt, Jochen, stimmt das denn, was du gesagt hast? Nein, nicht wirklich. Eigentlich war es mir nur peinlich zu sagen, dass er Fußballprofi bei Schalke 04 ist. Sogar meine Absätze sind höher als dein Niveau und ich trage Sneaker. Was? Los, ich komme gleich zum Orgasmus. Digga, so schnell kann man eifersüchtig werden. Wie heißt dein Dorf? Pommes! Beschreibe dein Dorf in einem Wort. Pommes. Was ist das Beste an deinem Dorf? Pommes. In deinem Dorf riecht es nach Grünkohl. Unglaublich. Auto nehmen wir nicht mit. Aber danke für dieses Grinch-TikTok. Ey, wollen wir das auch gucken? Kennt ihr das mit den Soldaten auf YouTube? Wenn die Soldaten nach Hause kommen? Kennt ihr das? Wollen wir davon ein Video gucken? Das ist so emotional. Okay, ich habe eins gefunden. We have a... And we have a special gift. Er kommt einfach rein. Oh mein Gott! Was machst du hier? Ich dachte, es ist ihr Dad und dann küssen sie sich. Ich dachte auch, es ist ihr Vater. Oh. Oh Mann. Right, I think it folds down. Hi!
How's my girl? Yeah. Oh, nein. I missed you. You surprised? Yeah? Girl, mommy, it's her birthday. I know. Oh, man. Yeah. I'm wearing my prank Cinderella dress. New Cinderella dress? Yeah, it comes with the gloves. Comes with the gloves. Isn't that pretty? Shake it and see if it breaks. What is it? You're gonna have to you got a big bowl? Break open the box. How do we get open the box? Girl, you better be careful. Merry Christmas! Oh, nein. Well, we gotta help Daddy get out of there. Oh nein, guck mal, der kleine Chat. Guck mal, der linke. Oh Mann. Present? Mm-hmm. Yeah, so we gotta write a letter to Santa Claus. Oh. Oh, oh nein, die Frau auch. Mama, guck mal da. Oh. My mother's intuition was right, you little brat. Oh. What's going on here? Let's see. Oh man. Oh man. Your daddy's home. It's been a long year. Oh no. I've missed you, buddy. I've missed you guys. You're gonna just read over?
and turn right here, and their table's right there. Somebody order a drink? Oh my god! Oh, nein. Sie kriegt gar keinen Ton raus, weil sie so schüchtern ist. Oh nein. Holy fucking shit.